So, hallo, es geht weiter. Heute haben wir Tag 13. Am 13.01.2022. Und ich muss mich langsam wieder, so schön wie der Ausflug in die in andere Tunes auch mal war, wieder auf die Competition, Class Competition am 5. Februar vorbereiten. Und wir müssen da zwei Viertelmärsche einreichen. Ein Struth Be Real, ein Jig und dann noch zwei Pibrochs. Und ich bin jetzt gerade an meinen zwei Viertelmärschen dran. Einer davon ist Climbing Schehallion. Der Komponist ist John Dew. Dieses Lied habe ich in der kanadischen Sommerschule Summer Blast gelernt und es hat mir sehr gut gefallen und dann habe ich es halt weitergelernt und mir überlegt, ich nehme es als Competition Tune. Ich hatte es schon einmal gespielt bei der BAG Competition und auch recht gute Bewertungen dafür rüber bekommen. Allerdings hatte ich es eine Weile nicht gespielt und ich merke schon, dass es ja ein relativ neuer Tune auch noch und ich merke schon, dass ich noch mal wieder ganz kräftig üben muss. Aber ich spiele ihn jetzt erstmal auf der Pike vor. Bei mir sind natürlich klar, dass man ordentlich einen Birl hinbekommt. Bei der letzten Competition hat es geklappt, aber man muss wirklich immer dranbleiben, dass man diesen Anfang hinbekommt. Und das Ende wird leicht rund. Saubere Verzierung muss man natürlich darauf achten, es sind sehr viele in dem Stück. Und jetzt zeige ich euch meine Übungen auf dem Practice Center. So, hier geht es vor allen Dingen bei diesem Stück mal um Bewegungskoordination. Das heißt, so gerade was am Anfang so ist, dass diese Bewegung mit dem Birl passt. Und die übe ich dann halt wirklich immer. Und dann die Enden sind auch noch so Sachen, also den letzten Takt zum Beispiel. Extrem ist es manchmal, den Strike zu treffen und die Noten hier hinten zu punktieren, wegen der Verzierung. Wenn ich merke,
es funktioniert nicht, dann halt wieder langsamer. Und um einen Strike zu üben, mache ich es auch manchmal wirklich so. Nämlich manchmal passiert es wirklich, dass einer der beiden Finger nicht trifft. Und dann wird er nochmal ganz langsam geübt. Und wenn ich ihn dann wieder schnell mache und habe ihn ein paar Mal getroffen, dann setze ich ihn wieder ein. Diese Endungen, die haben wir ja irgendwo alle immer wieder. Und deswegen müssen die halt geübt werden. Und diese Anfänge haben wir auch öfter. Also jetzt, wenn ich den ersten Teil mal langsam spiele. D-Doubling zum Beispiel nicht gespielt. Wenn ich es regelmäßig machen würde, würde man denken, es wäre meine Version. Aber man will sich ja sowas nicht, gar nicht erst angewöhnen, sondern wirklich das auch da spielen, was da steht. Dann wird der Tune halt ganz langsam durchgespielt, also die einzelnen Teile. Und auf dem Doppelschlag, das heißt statt 2/4, 4/8. Und wenn ich ihn dann nach Metronom spiele, natürlich auch auf 4/8 stellen und später wieder auf 2/4. Also ganz gemein sind auch wirklich hier diese Tonleitern im vorletzten Takt. Weil jetzt die letzten beiden Takte. Die muss man sehr oft üben, diese Figuren. Dass sie auch wirklich punktiert und ordentlich kommen und dass die Verzierungen ordentlich sind. Eine andere Schwierigkeit ist auch noch ganz besonders im vierten Teil. Da haben wir nämlich zum Beispiel gerade im zweiten Teil vom vierten Teil, wo es ein bisschen anders geht. Da muss man natürlich aufpassen, dass man diese kurzen Noten nicht abreißt. Das passiert ja auch mal ganz gerne oder auch im dritten Teil, wo wir dieses hier haben. Leider passiert es auch da öfter, dass mein Grip nicht gelingt. Und da muss man diese Bewegung, wo das jetzt war, zum Beispiel. Und die andere. Dann eben auch noch ein paar Mal üben. So, und im zweiten Teil haben wir Folgendes. Also nichts extra mehr, sondern im Prinzip der erste und der zweite Teil, die gehen noch, aber da muss man halt auf die Endung achten. Und beim vierten Teil auch, was ganz wichtig ist, dass man hier nicht, sondern das sind wirklich Achtel und dann kommt eine
32. Und dass man die Grace-Note zwischen den beiden, weil das gleiche Töne sind, auch wirklich hört. So, wir sehen uns dann morgen wieder mit wieder etwas anderem. Es wird auch jetzt in der nächsten Zeit ein bisschen Fingertechnik kommen. Schließlich will ich ja auch für die Competition ganz gut vorbereitet sein. Bis dann!